Leute, was geht? Und zwar ist das mein erstes Video auf diesem Kanal. Yay! Jo, und zwar seht ihr im Hintergrund, das will ich nur mal kurz erwähnen, denn manche wollen das halt immer wissen, ein Gameplay vom Spiel Call of Duty Modern Warfare 3 Multiplayer. Modus ist Team Deathmatch, ganz normal. Auf der Map Underground. Ich habe eine KD von 15.3. Und spiele mit der UMP45 Schalldämpfer. Perks sind schnell ziehen, Totenstille und noch irgendwas, was ich vergessen habe. Tut mir leid. Dabei habe ich Semtex und zwei Blendgranaten. Und spiele auf Drohne, Predator und Helikopter. So viel dazu. Ich wollte es einfach nochmal erwähnt haben. Und zwar geht es in diesem Video einfach nochmal, dass ich mir. Es geht in diesem Video nochmal darum, dass ich mich ein bisschen genauer vorstelle und alles Mögliche. Denn das Video als das, also das erste Video, das Lukas aufgenommen hat, das war ein bisschen blöd bei Left 4 Dead, weil man sich halt nicht so darauf konzentrieren kann, was man sagt. Daher habe ich das Gameplay auch vorher schon aufgenommen und erzähle jetzt erst dazu. Also ist das quasi ein Commentary. Und zwar, also ich fange einfach mal irgendwie an. Und zwar heiße ich halt Markus. Bei Steam GTM Cold Blood habt ihr schon bei Left 4 Dead gesehen. Bei Origin allerdings habe ich einen komischen Namen, Markus4860. Frag mich nicht, wie ich drauf gekommen bin. Also ja, ich bin Markus, bin 14 Jahre alt, bin auf YouTube tätig seit einem Jahr ungefähr. War vorher schon auf drei Kanälen habe ich schon was gemacht. Zwei davon mit Freunden, einen habe ich alleine versucht, was zu machen, aber das war so, dass es, dass da meine Stimme nicht so gut ankam und ich nicht so wirklich anerkannt wurde. Daher freue ich mich übrigens darüber, dass so positive Kommentare kamen im letzten Video. Erstmal danke dafür, finde ich echt cool. Und ja, hier übrigens ein richtig behinderter Sef gerade im Hintergrund. Dumm, einfach nur dumm. Aber darum geht es jetzt nicht. Auf jeden Fall will ich euch eine Story erzählen, eine kleine. Also, es ist so. Ich habe vor, Need for Speed Rivals zu Let's Playen eventuell. Habe mir das vorbestellt bei einem Keyhändler. MMOGA, wer es wissen will. Bin eigentlich auch recht zufrieden mit denen. Allerdings habe ich dort noch nie etwas vorbestellt und habe keine Ahnung, wie das läuft. Und die werben ja immer damit, dass man den Key noch vorm Release bekommt. Ich gehe halt davon aus, ja okay, einen Tag vorm Release kriege ich ihn wahrscheinlich. Doch auf einmal kam eine E-Mail und sie schreiben mir, ja, der Key sollte in 5 bis 10 Minuten da sein. Da dachte ich mir erstmal, ja, hammergeil. Weil es gibt doch eine Preload für Vorbesteller. Deswegen dachte ich, vielleicht kriege ich die, ja. Zuerst dachte ich, nee, das wird nichts, aber irgendwie kam es dann doch so rüber, als würde ich die Preload kriegen. Allerdings war dem nicht so, also in 5 bis 10 Minuten kam nichts, am gleichen Tag kam nichts. Am nächsten Morgen, ich bin gerade aufgestanden, erstmal aufs Handy geguckt, das Übliche halt. Und was sehe ich? Eine E-Mail von MMOGA mit meinem Code. Einen Tag später, aber egal, ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall habe ich mich trotzdem übelst gefreut. Zur Schule, wieder von der Schule zurückgekommen. Einfach mal Origin gestartet, Key eingegeben, alles funktioniert. Und angefangen runterzuladen. Vor allem stand da auch überall Preload dran. Deswegen dachte ich, nice, ich kann diese scheiß Preload spielen. Doch dann war es fertig runtergeladen. Ich habe schon Fraps gestartet, alles, damit ich gleich anfangen kann, blind aufzunehmen. Allerdings hat mir dann Origin gesagt, nee. Denn sie haben das Spiel gesperrt bis zum Release. Jeder, der sich irgendwie so ein Key oder so davon kauft, kann das bis zum Release nicht spielen, da das von Origin gesperrt wurde. Und das ist halt so, dass MMO gar keine falsche Werbung, keine falschen Angaben gemacht haben. Denn ich habe ja den Key vorm Release bekommen, allerdings bringt mir dieser nichts. Und das ist zwar, das ist irgendwie ein bisschen dreist, finde ich. Das ist irgendwie ein bisschen scheiße gemacht, weil, ja, aber das ist ja klar, die wollen ja nur Geld haben. Und die werben einfach mit irgendwas, was sie dann halt sozusagen nicht einhalten können. Obwohl es ja gar nicht MMOGAs Schuld ist, sondern theoretisch die von Origin, obwohl die ja auch keine Verpflichtungen haben. Von daher
Ja, kann man eigentlich niemandem wirklich die Schuld geben. Von daher bin ich auch eigentlich immer noch von MMOGA überzeugt. Ich mag die auf jeden Fall immer noch und werde weiterhin meine Keys bei denen bestellen. Einige sagen ja, irgendwie das ist illegal, die kau also die kaufen Keys, die verkaufen Keys mehrmals und so. Das sind irgendwie Mehrfach-Keys und so weiter, bla bla bla. Und ich finde das alles einfach nur Schwachsinn. Also ganz viele sagen, es ist Abzocke, kauft da bloß nicht was. Aber ich finde, das ist absoluter Bullshit. Weil MMOGA, also auf mich zumindest, wirkt es echt seriös. Aber vielleicht rede ich darüber ein andermal nochmal. Denn das Spiel ist vorbei. Und in der Abschlusskamera seht ihr nochmal einen Teamkollegen. Der GTM Master Noob Noob. Der ist halt auch in meinem Clan. Wie er einen nice Triple Kill macht, noch zum Ende. Jo, das war's dann auch vom Ganzen. Dann verabschiede ich mich. Ciao.